Hallo Leute, mein Name ist OtzoST und willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft. Wir sind wieder bei unserer Wollfarm, oder hauptsächlich Wollfarm. Letztes Mal haben wir ja die Mechanik, um die ganzen Items nach oben zu bekommen, korrigiert und das funktioniert nun. Aber wir haben noch ein anderes Problem. Und das hängt mit dem langen Hans hier zu tun. Denn der liebt es, die Grasblöcke, die Teil von unserer Wollfarm sind, wie hier, aufzunehmen und die dann irgendwo anders hin zu platzieren. Und in diesem Fall reduziert das einfach mal die Effizienz der Farm. Aber wenn er einen Block von da unten nimmt, wo Redstone drauf ist, dann geht die ganze Farm den Bach runter. Drum habe ich mir gedacht, wir packen das Ganze etwas in Glas ein, so dass er nicht mehr dazu kommt, so wie wir das hier oben gemacht haben. Weil aber Glas bekommen wir immer diese Melonen. Glas bekommen wir von den Villagern, aber dafür brauchen wir einiges an Emeralds. Und drum denke ich, ist es nun an der Zeit, eine Emerald Farm zu bauen, eine Raid Farm. Und üblicherweise habe ich hier immer die von Ray's Works gebaut, aber ich denke, ich mach mal was anderes und heute schauen wir die von INXO4 an. Aber ich linke beide Tutorials unten in der Beschreibung, dann könnt ihr selber entscheiden, was euch besser gefällt. Ich denke, das Ganze ist ein bisschen kompliziert mit Rätseln und so. Mache ich einen Timelapse und dann sehen wir uns am Schluss wieder, wo ich euch die Farbe. Was es nicht in den Timelapse geschafft hat, ist unser Double Beacon für Resistance, Strength und Regeneration und das Einstellen der Filter. Ich habe hier einen für Redstone, einen für Glasfläschchen und die restlichen sind alle für Emeralds eingesetzt. Und wir aktivieren die Farm, indem wir hier über die
die das Pressure Plate laufen und dann hier mit unserem Schwert den Armor Stand hauen und dadurch wird dieser in die Höhe geschnellt, welcher in den String reingeht, was das ganze Signal da drüben triggert und das ganze, wie ihr beim Aufbauen gesehen habt, führt dazu, dass der Boden hin und her geschoben wird. Und weil Soul Sand etwas niedriger ist als die Magma Blocks, funktioniert das da oben und die Mobs, die fallen runter und dadurch, dass wir hier auf dem Schwert Sweeping Edge haben, wird der Schaden, den wir am Armor Stand verursachen, auf die Mobs übertragen, die hier oben sind. Nun hier auf der Seite das Boot. Das ist unsere Reservebank, denn initial müssen wir einen Außenposten finden, damit wir Bad Omen bekommen. Aber nach dem ersten Mal sollten wir dann hier in dem Boot immer mindestens einen Captain drin haben, so dass wir den töten können, um die Farm zu starten. Das heißt, ich organisiere mir mal Bad Omen und dann können wir sehen, wie die Farm in Aktion funktioniert. Wie ihr sehen könnt, funktioniert die Farm im Prinzip. Das Einzige, was nicht so tut, wie es soll, sind, dass oben Ravagers aus unserem Glaskäfig rausglitschen und dann auf der Seite runterfallen. Aber das ist zumindest, bis wir das Problem gefixt haben, kein Problem. Denn wenn ich fertig bin, kann ich einfach wegfliegen und wenn ich weit genug weg bin, dann werden sie despawnen. Die Farm braucht etwas Anlaufzeit, bis sie voll auf Touren ist, aber dann bekommen wir in kurzer Zeit einiges an Material zusammen. Hauptsächlich Emeralds, die wir für unser Glas brauchen. Zumindest unser Boot-Trick für die Raid-Captains hat funktioniert, so dass wir nicht jedes Mal zu einem Außenposten müssen, um uns Bad Omen zu besorgen. Und ich denke, da oben gegen die Ravager-Explosion nach außen, da lässt sich sicher auch irgendwas finden. Aber ich denke, mit dieser Farm haben wir doch etwas, was uns in kurzer Zeit einiges an Emeralds auf die Seite legen kann, so dass wir für unsere Villager genügend haben. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, auch wenn es eine Woche verspätet kommt, wegen 19.4 Update. War in der Mitte vom Aufnehmen, als das Update gelandet ist. Das ist immer etwas problematisch, aber wir sollten jetzt wieder auf einem normalen Schedule sein, so dass wir ein Video pro Woche machen können. Also bis nächste Woche und tschüss!